Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Test Hyrule Warriors. Ich bin Make vom Kanal GameCorp. Im letzten Part haben wir uns König Daphnos Johansson von Hyrule's Attacken angeschaut. Und in diesem Part versuchen wir ihn natürlich wieder, so wie immer, so hoch wie möglich zu leveln mit einer Mission. Ich wollte nochmal kurz in den Bazar schauen mit der Medaillenschmiede, nicht dass ich irgendwie alles vergessen habe. Nein, ich habe die Attacken gelevelt. Die Magie verlängert. Ah, das kann ich eigentlich machen. Ich habe viel Gira im Umhänge und man hat das Giftstaub. Dann hält die Magie auch ein bisschen länger. So, das war alles, was ich gucken wollte. Dann natürlich den Trankladen, den EP-Trank kaufen, nicht wahr? Damit wir auch schön keine Erfahrung verschwenden. Ich habe immer noch 800 von jedem. Gut. Ja, gehen wir rein. Ich habe nur noch das normale Segel, aber das soll uns ja nicht daran hindern, irgendwas zu machen. Denn in dieser Mission ist es relativ egal, welche Attacke man, also welche Waffe man nimmt, weil man so oder so die Gegner relativ schnell besiegt, weil es eine Raserei ist. Da zählt die Waffe eigentlich nicht, nur die Effekte von der Waffe. Also man kann da mit einer 420er Waffe oder einer 80er Waffe reingehen, das macht keinen wirklichen Unterschied. Falls doch, könnt ihr mich gerne belehren. So, im letzten Part habe ich ja schon mal gefragt, ob ihr gerne ein Zelda-Let's Play sehen wollt. Da die Parts ja hintereinander kommen, also gestern kam der erste Part von König Daphnos, heute kommt der zweite. Frag ich's einfach nochmal. Wollt ihr gerne ein Zelda Let's Play sehen? Wenn ja, welches? Also ich hätte eigentlich fast alle da zum Let's Playen. Wir können ganz früh starten, irgendwie mit dem ersten Zelda. Ja, oder wir können auch relativ neu einsteigen mit Wind Waker oder Twilight Princess oder Skyward Sword. Weil 2017 kommt ja auch das neue Zelda raus und das habe ich natürlich auch vor zu Let's Playen. Also, wenn wir dann schon mal irgendwelche davor gespielt hätten, wäre das ja sehr toll. Ich könnte mir auch vorstellen, Four Swords zu spielen mit den anderen Membern von GameCorp. Das wäre bestimmt ganz witzig, da müsste ich halt noch viel Gameboys auftreiben. Nun gut, aber das war ja die Frage. Wollt ihr Zelda sehen, dann kann ich Zelda bringen. Aber wir wollen jetzt nicht noch mehr Zeit verschwenden, wir gehen einfach in die Mission rein und leveln ein bisschen König Daphnos. So, ich habe natürlich wieder vergessen, welche die gute Combo war. Oder die guten Kombos. So, wir können einfach Spezialattacken hier rein spammen wie sonst was. Weil wir ja immer ein Level-Up kriegen. Also, relativ viele Level-Ups. Können wir einfach die Attacken spammen. Aber die Spezialattacke ist nicht so stark irgendwie, fällt mir irgendwie auf. Aber das soll uns nicht daran hindern, sie zu spammen. 4, 5. Die 5er war es, ne? Ja, die 5er war das mit dem Boot. Ich glaube, dass die ganz gut ist. Aber nun gut. Ja, irgendwie. Ich warte lieber auf die Schwachpunktanzeige von Ganondorf. Weil dann ist er tot. Oder zumindest hoffe ich das. Okay. Jetzt lieber. So. Ich muss auch ein bisschen vorsichtiger spielen. Weil in den letzten paar Parts war ich ja einfach reckless. Und habe einfach richtig auf die Eier gekriegt und hatte am Ende nur noch irgendwie ein Viertelherz. Was nicht gut ist. So, Ganondorf, mach mal irgendwas, was ich kontern kann. Sehr schön. So. Ah, ich glaube, seine Anzeige war aber schon wieder weg. Die hält ja nicht so. Ah, doch, nee, die war noch da, die war noch da. Ja, sehr schön, er ist tot. So, dann kann ich mir hier die Magie holen. Gut, dann kann ich den anderen Ganondorf noch mit meinen Spezialattacken killen. Wenn mir das gelingt. Weil dann sind die ja nicht verschwendet gewesen, ne? Weil das habe ich ja in letzter Zeit. Ich habe viel verschwendet in den anderen Parts, aber mit der Zeit kommt halt auch die Taktik, ne? So. Und jetzt kommt Magie. Jetzt muss ich halt irgendwie versuchen, die nicht zu verlieren. Wenn das geht. Also so viel es geht. So wenig es geht zu verlieren. So lange wie es geht zu behalten. So, aber das ist ja irgendwie, weiß nicht. Also König Daphnos gefällt mir jetzt vom Playstyle her nicht so gut. Mir gefallen eher schnelle Charaktere, die sehr viel Area haben. Ich meine, er hat Area manchmal bei manchen Attacken. Und bei manchen ist er einfach sehr langsam. Das ist halt ein bisschen sehr schade. Aber an sich, ja, ich meine, alle Charaktere, die wir bis jetzt vorgestellt haben, waren eigentlich ganz okay. Also am wenigsten gefällt mir jetzt wirklich König Daphnos, dann kommt Tetra, dann würde ich sagen Linkel, dann Toon Link und dann Marin, weil Marin ist echt
machen es schon echt gut. So, wir haben hier eine Magie. Ich lasse die mal auslaufen, weil das haben wir noch nicht gesehen. Okay, ja. Fühlt sich so an, als hätten sie sich nicht wirklich Mühe gegeben bei König Daphnos irgendwie. Weiß ich, es ist alles so ein bisschen so half-assed. Die ganzen Attacken mit dem Boot, weißt du, da machst du das Boot rein, lässt das Boot sich so ein bisschen bewegen, okay. Und die Wassereffekte halt, die haben sie alle schon gehabt. Ich meine, das Boot bewegt sich halt wirklich nicht, das springt halt. Aber halt nicht irgendwie Armbewegungen, weil das Boot hat keine Arme. Ja, also es fühlt sich alles so ein bisschen billig an bei ihm. Find ich persönlich. Ihr habt bestimmt eine andere Meinung, wenn ihr das Spiel auch habt und ihn schon gespielt habt, den König. König Daphnos Johansson von Hyrule, das muss ich jedes Mal sagen. Oh, shit, ich hatte Magie. Ne, ich hatte keine Magie. Ich dachte schon, ich hätte Magie verschwendet gerade. Gut, da ist ein Riesenmonster. Kriegen wir irgendwie Magie zusammen? Ah, nö. Nicht so schlimm. So. Ah, der ist tot, alles klar. Ah, wo ist denn... Da ist Magorok. Den holen wir gleich mal runter. Das bitte nicht aus dem Kontext nehmen. Könnte falsch klingen. So. Drei Spezialattacken jetzt erstmal reinhauen. Damit es besser ist. Whoop-di-do. Und noch eine. Oh, da habe ich ein bisschen verfehlt. Ja gut, alle Hits noch drin wenigstens. Drei. Und ich meine, die Zeit bleibt ja auch stehen, wenn man die Spezialattacke macht. Also das heißt, das geht nicht von der Zeit ab, die Attacke zum Machen braucht. Und die Spezialattacke, die Spezialanzeige, die Schwachpunktanzeige, so jetzt habe ich es, draußen ist. So, ja, mein Handler macht erstmal deine blöde Attacke. So, alle Köpfe getroffen, alle Köpfe getroffen. Glaube ich. Oh, wow, 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 wow. Macht er mir wieder so viel Schaden mit seiner blöden Attacke. Da, wo er die Samen spuckt. Bitte nicht aus dem Kontext nehmen schon wieder. Irgendwie habe ich diese Folge mit Out-of-Context-Sprüchen. So, aber mein Handler müsste gleich down sein. So, ich mache einfach mal Magie. Damit ich mir sicher sein kann, dass ich die Schwachpunktanzeige treffe. So, dann kann ich nämlich den anderen Mannhandler auch gleich mit meiner Magieattacke treffen und kann ihn dann mit meinen drei Spezialangriffen treffen, die ich gekriegt habe, als ich Mannhandler besiegt habe. Alles hat einen Ursprung und alles hat ein Ende. Und Mannhandlers Ende ist gleich gekommen. Meine Sprüche sind heute Feier, Alter. Richtig hart. Ich bin on fire. Alles klar. Und ich bin in der Wand drin. Ich hoffe, irgendjemand guckt überhaupt bis hier so rein. Also bis zu diesem Punkt. Letztes Mal war es ja nur einer. Als ich ein Geheimpasswort machen wollte, hat es mir nur eine Person gesagt, dieses Geheimpasswort. Und das war ein Member von GameCorp. Also ich gehe mal davon aus, dass bis hierhin niemand schauen wird. Deswegen kriegt niemand meine sicken Burns zu hören. Aber hey. Ich höre sie und dann bin ich glücklich, weil ich es auf Video habe. Naja, nun gut, ja, nach Hyrule Warriors, ich weiß nicht, was ich mache, weil ich meine, ich habe dann nur noch drei Parts geplant, also den hier jetzt und noch zwei andere. Mehr habe ich nicht geplant eigentlich. Falls ihr noch mehr Hyrule Warriors sehen wollt, naja, warum stelle ich die Frage überhaupt jetzt, wo keiner mehr zuschaut? Ich mach das einfach als Pre-Intro wahrscheinlich. Ja, also falls ihr noch mehr Hyrule Warriors sehen wollt, lasst doch mal einen Kommentar da. Das sollte ich eh mal machen, so Pre-Intros. Die mache ich irgendwie nie, weil es mir zu aufwendig ist. So. Aber ich muss ja eigentlich nur Sachen schneiden und kopieren. Also kopieren in dem Sinne von Steuerung C. Das war's dann und dann Steuerung V, um einzufügen. Ah, jetzt habe ich mir zwei Flaschen genommen, zwei Magieflaschen. Nun gut. Ja, ich kann mir das angewöhnen, diese Pre-Intros zu machen, falls irgendwas Witziges passiert. Yo, Alter. Erstmal Magieattacke. Was ist da los? Das war's wert, Alter. Das war's wert. Da waren irgendwie fünf Monster. Yo.
droppen die Magie, ja, die droppen kleine Magieflaschen. So, da vorne sind noch zwei von denen. So, wo sind die hingeflogen? Einer ist nach vorne geflogen. So, jetzt brauche ich noch zwei kleine Magieflaschen, dann habe ich hier noch voll. Und übrigens, weil ich heute ein bisschen anders klinge, tut mir das sehr leid, weil ich weiß auch nicht warum. So. Obwohl wir schon Level absteigen. 26 sind wir erst. Das ist ja nicht so geil eigentlich. So, haben wir noch irgendwo eine kleine Magieflasche, die ich nehmen kann? Ja, da hinten. Gut. Dann habe ich die Magie auch voll. So, Agneta ist da und die zwei anderen Charaktere, die da sind, würde ich auch noch ganz gerne besiegen. Denn dann kriegen wir noch ein paar Level-Ups. Das wäre natürlich gut, denn wir versuchen ja so hoch wie möglich zu leveln. So, ich mache jetzt einfach mal meine Magieattacke, damit Agnetas Schwachpunktanzeige da ist. So. Die kriege ich auch leer sogar. Ist Agneta tot? Nö. So, ich mache es einfach mal so. Weil da sind noch Schwachpunktanzeigen. Rip. Noch mehr. Hoffentlich komme ich noch in eine Schwachpunktanzeige rein. Von Girahim zum Beispiel. Wenn der eine hatte. Nein, der hatte keine. Dann mache ich es einfach mal so. Mehr Magie bedeutet mehr Magie bedeutet mehr Magie. So, alle überfahren mit meinem schönen Boot. So, jetzt habe ich alle auf einem Fleck, alle Charaktere. So, und wenn ich jetzt... Dann müssten alle getroffen sein und alle tot sein. Ne, Lana ist nicht tot. Jetzt ist Lana tot. So, jetzt kann ich wieder Magie einsetzen. Ich habe noch eine Minute, um so viele Kills wie möglich zu machen. So, kommt alle her, kommt alle her. Yo, Alter. So. Ich kann es mir leisten gerade irgendwie. So. Kampf ist eine Mühsal, auch wenn man gewinnt. Stimme ich zu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir es gleich geschafft. 45 Sekunden und nur Level fucking 29. Erbärmlich, Alter. Das liegt aber an Daphnos, denke ich. Ich meine, warum soll es an mir liegen, Alter? Als ob ich das Spiel gerade spiele. Ja, es liegt an mir. Aber nur, weil ich mit dem Charakter nichts kann. Ich meine, wenn ich zum Beispiel Junger Link spiele, dann kann ich durch die ganze Mission Magie behalten. Und das ist eigentlich schon ganz geil. Apropos Magie, warum setze ich die eigentlich nicht ein? Das ist eine gute Frage. Weil ich wahrscheinlich nur noch 8 Sekunden Zeit habe. Und das würde mir nichts bringen, diese einzusetzen. Ich setze trotzdem ein. Yeah. Gut. Naja, das war jetzt nicht so das erfolgreichste Leveling ever. Aber ich meine, König Daphnos. Jo, was soll ich dazu sagen? Gefällt mir nicht so gut. Ich würde sogar sagen, der ist schon relativ weit unten aus allen Charakteren sogar. Hm. Wer ist mein least favorite Character davor gewesen? Was ist mein least favorite Character gewesen? Keine Ahnung, vielleicht sage ich es im nächsten Part. Denn das war's für diesen Part. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, in die Kommentare schreiben. Auf die Playlist gehen. Wir haben schon irgendwie 8 Parts oder 10 oder wie auch immer. Ja, und jetzt kriege ich natürlich das 7-Meilen-Segel. Gut, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Show Hyrule Warriors. Also danke fürs Zuschauen und tschüss!